Servus, Freunde des gepflegten Motorsports. Wir melden uns nach einer ziemlich langen Zeit mal wieder. Bevor wir jetzt loslegen, direkt erstmal ein kleiner Aufruf an euch. Wenn ihr ein bisschen an unserer Kanalentwicklung interessiert seid und schon ein bisschen länger dabei seid, wenn ihr erst neu auf uns stoßt, würde es uns mega, mega helfen, wenn ihr einfach mal dieses Abonnieren klicken würdet und vielleicht auch einen Kommentar an das Video schreiben würdet. So, jetzt zum Video. Habt ihr es lange nicht mehr gehört? Da gab es so ein paar, sage ich mal, Probleme. Also ich hatte unter anderem das Problem mit meiner Hand. Ich konnte ja lange Zeit kein Motorrad fahren. Ich habe mir beim Kurvenschleifen, habe ich mir so ein bisschen was an der Hand getan, Richtung Karpaltunnel, und ich konnte halt kein Motorrad wirklich fahren, weil ich mich ja immer mit der linken Hand abstütze und die bewegt sich ja nicht, und da ist die immer so ein bisschen angegriffen, sage ich mal, gewesen nach Motorradfahren. Und dann war ich beim Arzt und er meinte, lass es mal ein bisschen sein, so 6-7 Wochen, dass das alles wieder wird und dass wir nicht operieren müssen, und hat alles funktioniert. Jetzt geht es wieder super. Olli geht's immer gut. Der muss halt einfach noch relativ viel arbeiten, deswegen kommt von ihm alleine halt auch kein Video. Verstehe ich auch, und ich habe jetzt auch noch ziemlich viel Stress mit der Schule. Das, ja, tut auf jeden Fall gut, mal wieder auf dem Motorrad zu sitzen und euch ein bisschen zuzulappen. Ist auf jeden Fall mies cool. Und ja, nochmal, wir hoffen natürlich, euch geht's super. Also bis jetzt, uns geht's auch noch gut. Wir haben halt, wie gesagt, beide relativ viel Stress. Bleibt auch nicht aus, aber naja, besser kommen können, sage ich mal so. Hätte aber auch schlechter kommen können. Und jetzt im Endeffekt in dem Video wollen wir euch erstmal so ein bisschen nahe bringen, was ihr oder was euch in den nächsten Videos erwarten wird. Nummer 1, als sich Leute gewünscht haben, auf jeden Fall ein Video zu den Anbauteilen der R7. Nochmal konkret, ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe jetzt auch neue Kupplungs- und Bremshebel. Wurde bitter nötig, hat er davor links einen roten dran, weil ich eigentlich das Motorrad rot machen wollte. Und rechts hatte ich den standardmäßigen dran. Hat halt eine Weile gebraucht, bis die alle reagiert haben und darauf, oder bis die alle auf die R7 reagiert haben und dann, ja, im Endeffekt Kupplungs- und Bremshebel rausgebracht haben. Letztendlich war es soweit und ich habe mir die natürlich sofort bestellt, auch in Blau. Das Bike bleibt natürlich blau. Ich finde, das Blau ist einfach nur richtig schön. Mal gucken, was ich noch alles dran machen werde. Und ja, aber wie gesagt, dazu kommt nochmal ein gesondertes Video, was umgebaut wurde und ja, was ich an meiner R7 mag und was ich nicht mag. Das gleiche natürlich auch mit die MT07. Die ist ja schon eine längere Zeit in unserem Besitz. Und da werden wir auf jeden Fall auch ein bisschen was drüber erzählen. Da haben wir jetzt eigentlich auch beinahe alles dran umgebaut, was dran umzubauen ging. Kommt ein gesondertes Video. Dann als drittes im Bunde kommt auf jeden Fall dann ein Vergleichsvideo zwischen der MT07 und der R7, weil ich glaube, Oliver und ich, wir sind mittlerweile schon ein paar Kilometer gefahren und können das ganz gut einschätzen. So. Er muss vorfahren, er hatte die Strecke geplant. Und ja. Here I come. Oh, here. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Scheiße. Der Opa hatte sein Portemonnaie auf dem Dach liegen. Ja, was? Der Opa in dem blauen Auto hatte das Portemonnaie auf dem Dach liegen. Der Opa, der gerade uns vorbeigefahren ist mit dem blauen Auto, der hatte sein Portemonnaie und seinen Schlüssel auf dem Dach liegen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hinterher wollen, dem das sagen wollen, nicht, dass da alles weggesessen, wie? Ja. Ja, ja. Ach. Scheiße.
Ah, ich hoffe, da vorne ist einmal die Drecksampel rot. Ah. Natürlich nicht. Zum Kotzen, ey. Ah, ich hoffe, ich krieg den, ehrlich. Scheiß Reifen sind natürlich kalt. Ach Mann! Eine kurze Hintergrundgeschichte. Hier ist gerade ein Opa in einem 45er Auto gewesen und der hatte sein Portemonnaie auf dem Dach liegen. Und ich weiß zufälligerweise, dass der aus unserem Heimatörtchen kommt, sage ich mal. Und auch wenn ich das nicht wüsste, wäre ich dem Typen jetzt hinterher gehackt. Und hätte ihn geholt. Ich meine, der fährt nur 45, aber das ist doch scheiße. Oh. Oh, der fährt immer noch. Mensch, halten Sie doch mal an, bitte. Entschuldigen Sie? Sie haben mir Portemonnaie auf dem Dach vergessen. Ich bin Ihnen gerade vom Kreuz hinterher, ich hab's nicht schneller geschafft. Schatz, das ist nicht runtergefallen. Ja, ja. Vielen kein Dank. Problem, ich hab's nur gesehen. Ja, ist... Alles gut, solange nicht verkehrt gegangen ist, ist alles super. Man muss mal Glück haben, hä? Ne, ich hatte es nur gesehen. Ich wollte sie jetzt so nicht anhupen oder so. Ja. Vielen Dank. Kein Problem. Gute Versehen. Danke, gleichfalls. Passen Sie auf Sie auf. Danke, tschüss. Puh. Ey, aber ohne Spaß, ne? Dass da hinter dem Mann sind Leute gefahren und sonstiges und da guckt keine Sau drauf. Ehrlich, ey, wir haben doch wohl die 5 Minuten auch im Alltag, um einfach mal jemanden, sag ich mal, eine gute Tat zu tun. Und es geht super in Deutschland. Ich meine, klar, es gibt auch Leute, denen geht's absolut beschissen, so ist nicht. Aber wir haben doch alle irgendwie 5 Minuten. Oder nicht? Shadow racing towards the light.